Herzlich willkommen im Stadtwerke Düsseldorf Fanblock. Wir steigen bald ein in die zweite Liga, in die Saison. Und am Montag, den 31. Juli, geht's los. Aber heute ist hier schon die große Saisoneröffnung. Und ich freue mich, dass Ruven Hennings sich ein bisschen Zeit für uns genommen hat, für unser Hautnah-Porträt. Ruven, erstmal freut es mich sehr, dass du es doch wieder zurück nach Düsseldorf geschafft hast. Es war ja ein großes Hin und Her, aber jetzt bist du endlich angekommen, oder? Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass es geklappt hat. War für mich sportlich, aber auch für mich privat ja, wünschenswert, dass es so hinhaut. Und ich hatte jetzt noch eine gute Phase in der Vorbereitung mit dem Team und bin rundum zufrieden. Jetzt war das ja für dich wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach. Du hast ja eine Familie, Kinder, deine Frau. Und als es dann hieß, ihr geht jetzt erst wieder nach England zurück, dann habt ihr doch schon wahrscheinlich auch schon geplant für dort, oder? Ja, natürlich muss man, wenn man Kinder hat, ein bisschen weiter vorausplanen. Gerade unsere Tochter, die ist schulpflichtig und denen möchte man das ja nicht antun, alles auf den letzten Drücker zu machen. Deswegen mussten wir halt ein bisschen vorausplanen. Haben das gemacht, dann sind die Planungen so ein bisschen durchkreuzt worden von den sportlichen Planungen der Vereine. Aber wir haben trotzdem jetzt noch eine lange Zeit gehabt zum Vorausplanen und sind jetzt sehr zufrieden, wie es gekommen ist. Der Rest deiner Familie auch? Ja, absolut. Also meine Tochter kann in ihrer Schule bleiben, mein Sohn auch in dem Kindergarten und unser jüngster Sohn kann sogar da auch in den gleichen Kindergarten. Also wie es denn jetzt alles sich so entwickelt hat, ist das schon für uns ganz gut. Jetzt hast du ja auch erstmal bis 2020 unterschrieben, das heißt, jetzt kannst du ja auch langfristiger planen. Wo in Düsseldorf lebt ihr genau, in welchem Stadtteil? Wir wohnen zurzeit in Kaiserswerth, suchen allerdings gerade was Neues zum Wohnen, weil wir letztes Mal so einen kleinen Schnellschuss machen mussten, weil da war nicht ganz so viel Zeit. Aber jetzt haben wir halt 3 Jahre, wo wir uns auch zu Hause fühlen wollen und wollen deswegen auch nicht unbedingt weiter mieten, sondern suchen uns was zum Kaufen. Und da sind wir jetzt gerade bei, also wissen wir noch nicht ganz genau, in welche Richtung das jetzt als nächstes geht. Aber so im Düsseldorfer Norden wollen wir schon gerne bleiben. Das ist also so eine Ecke, die du auch an Düsseldorf magst. Was gibt es noch für Ecken, die du schön findest? Du hast ja schon ein bisschen was kennenlernen dürfen. Ja, die Innenstadt ist natürlich gerade so mit der Kö ist ganz, ganz schön, da kann man gut schlendern. Shadow-Arkaden, aber auch die Düsseldorfer Arkaden, wo man so ein bisschen bummeln kann. Dann natürlich in Kaiserswerth, die kleine schöne Innenstadt ist ganz gemütlich, kann man gut essen, am Rhein spazieren gehen. Also das haben wir jetzt wirklich lieb gewonnen. Wenn du dann mal ausgehst und das auch darfst, hast du da bestimmte Ecken, wo du dann gerne mal weggehst, auch ein Bierchen trinken mit Freunden oder sowas? Also im Medienhafen war ich dann das ein oder andere Mal ein bisschen was trinken, auch gut essen. Ist sehr gemütlich, eine nette Atmosphäre und da kann man es aushalten. Ruben, wir sprechen gleich weiter, gucken uns jetzt mal ein paar Impressionen hier an von der Saisoneröffnung und sprechen gleich weiter. Alles klar, bis gleich. Thank you.
Ruven Hennings weiterhin im Hautner-Interview. Jetzt hat uns eben mal so ein Regenschauer erwischt, dann sind wir jetzt gerade umgezogen. Im Hintergrund sehen wir gerade Jerome Kiesewetter ganz fleißig beim Autogramm schreiben und wir haben uns jetzt einfach mal im Trockenen hier vorgequetscht und quatschen jetzt weiter. Ruven, im letzten Jahr warst du ja der einzige Stürmer bei Fortuna, jetzt hast du noch quasi zwei Kollegen an deine Seite bekommen. Ist das auch so mit Konkurrenz, wächst das Geschäft, ist das für dich okay? Ja, absolut. Letztes Jahr waren wir, glaube ich, als Mannschaft sehr ausrechenbar. Und das ist ja jetzt hoffentlich anders. Die ersten Eindrücke sind durchaus positiv. Die bringen beide ordentlich Qualität mit. Und es schadet uns nicht, wenn wir variabler spielen können. Ich denke, das wird uns erfolgreicher machen. Das ist das Allerwichtigste. Und ich bin gespannt, wie wir das alles so bewerkstelligen. Wie sind deine ersten Eindrücke jetzt von den ersten Trainings? Und vor allen Dingen als er jetzt gerade unterwegs war, ne? Ja, durchweg positiv. Ich denke, dass auch die jüngeren Spieler einen Schritt nach vorne gemacht haben, die relativ viel Spielzeit bekommen haben und auch mit Marcel Sobotka, der sich sehr gut entwickelt hat, der jetzt eine Saison lang Stammspieler war in der zweiten Liga und mehr und mehr Verantwortung übernimmt. Und das, denke ich mal, wirkt sich alles auf die Leistung wieder. Und wir werden, denke ich mal, einen Schritt nach vorne gemacht haben. Müssen dieses Variable, was uns jetzt, wo wir die Spieler jetzt dazu bekommen haben, einfach jetzt auf den Platz bringen. Jetzt konntest du alle auch so ein bisschen beobachten in Maria Alm. Ihr habt ja auch ein paar Spiele absolviert. Hast du einen guten Eindruck von der Mannschaft? Denkst du, das können wir jetzt mal packen, wir können direkt gut einsteigen? Ja, die Testspiele waren wirklich sehr gut. Wir haben sehr gut nach vorne gespielt. Wir haben nach hinten wenig zugelassen. Das ist ja beides sehr wichtig, dass man da so eine Balance findet. Die haben wir in den Testspielen sehr gut gefunden und müssen halt das ein oder andere Tor mehr schießen. Aber durch diese Variabilität, denke ich mal, wird das zwangsläufig ein bisschen mehr werden. Und von daher bin ich wirklich sehr zuversichtlich, was die Saison angeht. Ich denke, dass wir eine gute Grundlage geschaffen haben und jetzt liegt es halt an uns, das dann, wenn es mit dem Punktspielen losgeht, auch in Punkte umzumünzen. Montag in einer Woche ist es dann soweit, dann geht's los. Heute aber erstmal hier die Saisoneröffnung. Wir sehen es gerade im Moment etwas nass durch den Regen, aber das wird sich gleich auf jeden Fall widerlegen. Wie ist das für euch so als Mannschaft, dieser direkte Kontakt zu den Fans? Ist das für euch auch ein schöner Tag auf jeden Fall? Ja, es ist natürlich schön zu wissen, dass die Zuschauer, die einen das ganze Jahr über anfeuern, hier in so großen Zahlen anströmen und dass man dann so ein bisschen durch dieses Persönliche so ein bisschen was zurückgeben kann, so auch mal die Seite von denen so ein bisschen erfährt, ist natürlich gerade die Älteren, die haben das schon öfter mal erlebt, die wissen, wie sowas abläuft, aber die jüngeren Spieler, dass die auch mal so merken, was ein Fan eigentlich so alles so auf sich nimmt und gerade auch für die Kinder dann mit den ganzen Aktionen, die hier gestartet sind, ist natürlich dann schon ein schöner Tag. Kannst du sagen, was so die meistgestellte Frage immer ist, die euch hier gestellt wird? Eigentlich, ob man ein Autogramm haben kann oder ein Foto, das ist natürlich klar, aber dreht sich alles um die Fortuna. Also die Fragen, die kommen, haben zu 99% einen Fortuna-Hintergrund und das ist ja auch, deswegen veranstalten wir auch den Tag. Jetzt stelle ich dir auch zum Abschluss eine Frage, die du wahrscheinlich vielleicht auch dann öfter mal heute gestellt kriegst. Wenn du einmal tippen darfst oder auch hoffen darfst, was für einen Tabellenplatz siehst du am Ende der Saison? Ja, also ich denke, realistisch. Ich denke, mit dem ausgegebenen Ziel von der Vereinsführung kann ich mich sehr gut anfreunden. Wir haben ein bisschen unter unseren Möglichkeiten im letzten Jahr gespielt. Es war lange, lange Zeit dann doch knapper, als wir es uns alle erhofft haben. Und ich denke, wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen und die Qualität, die ein bisschen gestiegen ist, wenn wir das alles so ummünzen können, dann sollten wir dieses Ziel schon erreichen. Allerdings darf man auch nicht vergessen, wie knapp das im letzten Jahr alles war, wie ausgeglichen die Liga ist. Und von daher sollte man gerade nach dem letzten Jahr jetzt nicht zu euphorisch in alles reinstarten, sondern muss halt sich bewusst sein, dass man sich alles hart erarbeiten muss.
jeden Fall sollten wir uns einig sein, dass es nicht mehr so ein Krimi am Schluss wird wie in der letzten Saison. Das brauchen wir nicht nochmal. Dann lieber der Krimi nach oben. Ja, würden wir alle gerne so unterschreiben, aber Fußball ist natürlich auch kein Wunschkonzert. Ja. Ruben, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich glaube, ich gebe dich jetzt mal so langsam wieder an die Fans zurück, weil die wollen von dir auch Autogramme und Fotos. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Saison und wir von Center TV begleiten das natürlich. Alles klar, vielen Dank. Danke.